Dem Gläschen sind Geschichte. Es war eine Familie mit drei Kindern, die hatten nicht viel Sohn und haben nur müssen mit Feuer hier das Haus sitzen. Einmal hatten sie kein Holz mehr. Dann und Kinder müssen an den Busch gehen, Holz sichern. Mach, dass er direkt heimkommt, nicht, dass der schon Busch verleiert. Nee, Mama, wir schicken uns. Hol den Nieselchen mit, den hilft der Stolz drohen. Wie die Kinder am Busch gekommen sind, wo sie gar nicht gefolgt. Die zwei Jungen haben eine Schneeballschlacht gemacht und die Mädchen haben Schneemenschen gebaut. Sie haben so viel gespielt, dass sie nicht gemacht haben, dass es immer mit Deichter gehen muss. An der B-Mol hatten sie sich verloren am Busch. Mama, wir fahren die Wehne mit heim. Mit keinem wird sie hören. Sie sind durch den Busch getrippelt, bis sie ein Haus gesehen haben. Oh, komm, wir gehen da mal klappen. Die Tür ist abgegangen und der Metzler ist um die gekommen. Moje Kanner, komm dran, ich habe gute Jelly. Knaps während Kanner da bannen, hat der Metzler die Hand sich zugeklagt und gerufen, an den Loh machen, ich habe gute Jelly aus euch. Und hat das kleine Mädchen gepackt, der kleine Bruder, der große Bruder. Ab aus und der Fenster stung den Nieselchen zu gucken. Oh nee, der böse Metzler, der will Jelly aus der Kanner machen. Ich muss sehr Hölle auf sich gehen. Der Niesel ist durch den ganzen Busch gelaufen, bis er noch einmal dem Gläschen begegnet ist. Gläschen, komm sehr, du musst mir helfen. Die böse Metzler, die will Jelly aus der Kanne machen. Der Gläschen ist auf dem Nieselchen sein Rick geklommen und ist mit ihm sehr bis beim Metzler sein Haus gelaufen. Knappst du ukomm, klappt der Gläschen unter dir. Der Metzler muss stirb. Moje Gläschen, komm ran, ich habe ganz gute Jelly. Ich weiß, woraus du dein Jelly musst. Aus der Kanne. Da, der weh nicht. Mach, dass du sie ja fort kannst hei. Der Gläschen hat den Metzler aus dem Haus geschaut. Und der Metzler ist fortgelaufen und nie mehr rumkommen. Dann ist der Gläschen sehr an das Haus gegangen. Und an einer Küste hat den Kanne gefunden. Hinten war zum Glück nichts geschieht. Merci, Gläschen, merci, dass du uns gerettet hast. Zusammen mit dem Gläschen sind Kanner und zurück bei ihren Eltern gegangen. Für ihn Merci zu sagen und die Eltern dem Gläschen ihren Esel geschenkt. Und von dem darun ist der Eselchen immer mit dem Gläschen mit auf den Tour gegangen, für all die Kanner Kadoen auszudrohen.